Peter Grünenfelder. Vielleicht dazu noch eine ganz kurze Bemerkung. Bei Peter Grünenfelder muss man immer ein bisschen schauen. Cherche la femme. Es gibt ja Gerüchte, ich glaube, das ist sogar bestätigt und das stimmt, aber ich weiß nicht, ob sie immer noch aktuell sind, dass seine Lebenspartnerin Christa Markwalder ist, die FDP-Nationalrätin. Und wenn natürlich Peter Grünenfelder tatsächlich immer noch mit Frau Markwalder zusammen sein sollte, cherche la femme, das ist jetzt ganz toxisch in der politisch korrekten Umgebung, in der wir uns heute bewegen. Aber es stimmt halt einfach, der Einfluss der Frau auf den Mann ist ungleich größer als umgekehrt der Einfluss des Mannes auf die Frau. Deshalb muss man auch bei Politikern immer schauen, mit wem sind sie verheiratet, mit wem sind sie zusammen. Und Frau Markwalder ist ein EU-Turbo. Und wenn Herr Grünenfelder, also in dieser Konstellation, sich lebensweltlich bewegt, dann wird er einen schweren Stand haben, die SVP-Wähler zu überzeugen, weil sie dann glauben, dass er auch so etwas wie ein trojanisches Pferd sein könnte. Man wählt dann im Kanton Zürich den Grünenfelder, aber wie viel Markwalder steckt denn in diesem Grünenfelder drin? Das sind so die grossen Fragen, die natürlich in den Medien überhaupt nie besprochen werden, weil sie politisch unkorrekt sind. Aber wir haben uns ja darauf geeinigt, meine Damen und Herren, hier die Wirklichkeit zu thematisieren und nicht irgendwelche Schaumbilder, die wir für die Wirklichkeit halten. Wollen. Ignazio Cassis, bleiben wir noch einen Moment beim Freisinn, bleiben wir bei der FDP. Der Bundespräsident, den ich hier schon stark kritisiert habe, gestern hat Matthias Ackeret, mein Kollege auf Weltwoche Daily, in unserem Interview eine wunderbare Formel gebracht. Er hat